Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch spontan mal mit, während ich mein kleines Gäste-WC unten, was hauptsächlich so mein Raum ist, wo ich mich auch komplett morgens und abends fertig mache. Oben halte ich mich sowieso kaum auf, außer wenn ich jetzt dusche oder baden möchte. Aber ansonsten spielt sich das hier unten einmal alles für mich ab. Und da wollte ich mal ein bisschen klar Schiff machen. Ich bin nämlich gerade alleine und habe ein bisschen Zeit. Upsala. So. Und habe ein wenig Zeit und dachte, ich nehme euch einfach mal mit, denn ich nutze jetzt die Zeit, während ich gerade alleine zu Hause bin, dass ich hier mal so ein bisschen klar Schiff machen kann. Und ja, da dachte ich, ich nehme euch einfach mal mit. Das motiviert euch ja ganz gut immer. Oder ganz gut, das motiviert einen ja immer. Ich gucke ja auch immer total so mit Videos gerne. Genau, ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach mal an. Ich stelle euch jetzt mal irgendwo ab. Und zwar erstmal hier kurz. Ich hoffe, das geht. Genau, ich wollte als erstes einmal die Toilette einweichen. Und zwar nehme ich ja immer ganz gerne. Ich weiß aber nicht, ob das süchtig macht, ich glaube aber schon. Und zwar, also jetzt auch keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Und zwar nehme ich ja immer von Butney den Chlorreiniger, denn das Badezimmer riecht dann immer so wie Schwimmbad. Und das mache ich jetzt einmal. Eigentlich nehme ich nicht euch gerne jetzt mit beim Toilettenputzen. So, aber ich glaube, das ist okay. So, und dann habe ich ja von Provin diese Klobürste und die ist mega gut. Ich mache ja die Toiletten jeden Tag sauber. Oben und auch unten mache ich die wirklich jeden Tag sauber. Und wenn jemand erkältet ist oder so, dann mache ich sie sogar noch öfters am Tag sauber. Aber so halt einmal am Tag. Außerdem riecht das jetzt auch wieder schon total schön nach Chlor. So, dann lassen wir die mal einwirken. Und dann habe ich noch von Frosch, weil eigentlich sind so meine Lieblingsprodukte Frosch, habe ich hier den Himbeeressig-Antikalkreiniger. Aber ich hasse diesen Geruch, das ist so ekelhaft. Ich habe aber auch noch einen anderen Reiniger von Provin. Den habe ich jetzt in der Küche aber stehen. Das ist so ein Schaum, aber... Der muss ja eigentlich mal leer gemacht werden, aber ich glaube, den stelle ich oben ins Bad. Und unten, ich mag das nicht. Und dann nehme ich ja halt mit diesem Froschbadreiniger, obwohl ich da ja auch eigentlich den Alleskönner habe und noch einen anderen Badreiniger. Aber ich glaube, der muss ja mal leer gemacht werden. Und zwar habe ich von Provin diese Schaumflasche und den Reiniger. Und ansonsten habe ich ja auch den Alleskönner. Aber ich möchte jetzt erstmal die anderen Sachen mal leer machen. Nicht wundern, ich habe mir eben Haare gewaschen und habe gerade eine Haarmaske drin, die ich anwenden muss. So, dann starten wir doch mal los. So, als erstes mache ich hier das Waschbecken und hier seht ihr, das ist immer hier von den Seifendingern hier. Wenn man die dann wieder hinstellt, hauptsächlich wenn Jayla hier sich die Hände wäscht. Genau, das sprühe ich jetzt einfach so ein bisschen ein und lasse das so ein bisschen einwirken. Da hinten auch, alles schmuddelig. Genauso wie mein Spiegel, den mache ich auch heute sauber, den ich auch gefühlt 5-mal am Tag sauber machen kann. Räume ich jetzt mal alles hier ein bisschen zur Seite. Spange. Also das Bad ist ziemlich klein, ist ja eigentlich auch nur ein Gäste-WC. Aber, Hauptsache hier liegt ein Schnuller. Aber ja, den mache ich jetzt auch sauber. Und zwar benutze ich da halt hier diese Tücher auch von Provin. Also wie gesagt, keine Werbung, ist alles selbst bezahlt. Einmal im Jahr mache ich immer eine Provin-Party, denn habe ich immer jemanden gehabt, der hergekommen ist. Momentan, ich habe im Februar nämlich eigentlich wieder eine. Aber ich weiß gar nicht, wie das jetzt zustande kommt, wegen jetzt auch Corona und so. Weiß ich noch gar nicht, ob das dann alles da wieder so, so ein bisschen erlaubt ist. Ansonsten verschieben wir den Termin
oder vielleicht macht sie das ja auch online, so WhatsApp-Party oder so. Genau, aber da habe ich mir nämlich auch im Sommer, ich glaube eher so kurz vorm Sommer, diese beiden hier bestellt. Die sind mega cool, auch für Fensterputzen, also mit Spiegel, alles. Den grünen macht ihr einfach nur nass und mit dem blauen könnt ihr nämlich nachwischen. Und das war's. Es geht richtig schnell und man kann sogar die Fenster bei Sonnenschein putzen und es wird nicht schmierig oder was. Also wenn ihr dann eine Provinberaterin habt oder so, meldet euch bei ihr mal. Den müsst ihr jetzt nur mit Wasser auch nass machen. Habe ich hier natürlich meine Putzmittel schon einwirken lassen, aber das ist okay. Genau. Den müsst ihr nämlich wirklich nur leicht nass machen. Dann könnt ihr nämlich eure Fenster, Spiegel, alles Mögliche einfach putzen damit. Die muss ich echt täglich eigentlich putzen, ne? Wegen Zähne putzen, ne? Dann spritzt alles dagegen. Herrlich, herrlich, herrlich. So. Darf auch nicht in den Trockner und auch ohne Weichspüler bitte durchwaschen, falls ihr die habt oder euch besorgen wollt. So, und dann geht ihr mit dem anderen trockenen Tuch einfach nach und schon ist es sauber. Das ist nämlich richtig cool. Im Sommer habe ich dann immer schnell meine Fenster geputzt, so unten hauptsächlich, wenn die Kinder da immer rumkrabbeln. So, dann habe ich mir eigentlich einen Lappen irgendwo hier geholt. Hier. Denn ich wollte hier mit dem Alleskönner, den benutze ich jetzt hier für hier oben, einmal ein bisschen Staub entfernen. So. Ich weiß auch gar nicht, was das hier an der Wand ist. So. Da habe ich immer noch ein Stück Handseife drin. Ne? Benutze aber irgendwie nur ich. So. Und jetzt wasche ich nämlich das Waschbecken auch aus, wie ihr seht. So. Müsst ihr nämlich auch echt nur rübergehen und es glänzt. Das zeige ich euch gleich, wenn ich mal fertig bin. Wie ihr seht, es glänzt wieder. Also da hinten, das ist kein Schmutz oder so, das ist das Gummi, was hier langsam abgeht. Beziehungsweise da drüber, da müssen wir das mal zumachen irgendwie. Das geht von der Wand weg, weil hier war vorher ungefähr so eine Farbe, fast wie der Boden. Und die Vermieter haben damals hier das Badezimmer noch mal so ein bisschen erneuert. Aber ihr seht, das geht hier oben so ein bisschen ab. Da müssen wir mal nacharbeiten. Aber ansonsten so das Waschbecken ist wieder blitzeblank. Und jetzt gehen wir mal in diese Ecke. Das sieht auch immer total müllig aus. Und da schaue ich gleich mal, was da alles ist. So, wie ihr seht, habe ich hier schon einiges weggeräumt. Und dann kann ich hier einmal wischen. Dann ist das hier schon mal ein bisschen sauber, weil irgendwie sammelt sich das hier unten immer an, weil man dann doch wieder vieles aus dem Badezimmer von oben runterholt. Ich habe schon so eine Körbchen hier stehen, aber trotzdem ist das total müllig. So, jetzt habe ich ihm einmal kurz unterbrochen, weil mein Telefon geklingelt hat. So, das war einmal meine Bank. Da habe ich nämlich jetzt meinen Termin vereinbart, weil ich jetzt immer einmal im Jahr so einen Jahrescheck mache. Genau, und den habe ich mir jetzt gemacht für Dienstag. So, jetzt ist das hier schon mal ein bisschen entstaubt wieder. Hier oben können wir ja auch schon mal kurz mitwischen. So, dann habe ich das schon mal. So, und jetzt kommt immer das Beste, was die meisten immer so toll finden. Und zwar, was, huch, so, das ist echt klein hier. Und zwar, was für Produkte, die sich alles so aufhält. Und zwar habe ich hier immer noch so einen kleinen Spiegel. Den stelle ich da auch gleich wieder in die Ecke. Dann habe ich hier so mein Kästchen für meine Sachen, zum Beispiel mein Lumi mit meiner Reinigung. Dann habe ich hier mein Gesichtspeeling.
auf Instagram, wenn ihr da immer Interesse habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne folgen. Da heiße ich Jenny's Family 84 und da habe ich auch einen Online-Shop, beziehungsweise ich mache auch immer so zweimal im Monat eine Sammelbestellung. Also wer da mal Interesse hat oder gerne mal mit stöbern möchte oder so, dürft ihr natürlich gerne auf Instagram euch bei mir mal melden. Genau, weil ich mache jetzt hier jetzt nicht so ein Werbevideo machen. So, dann habe ich hier noch so meine Creme, die ich benutze. Dann habe ich noch meinen anderen Lumi-Aufsatz. Dann habe ich hier eine Zahnpasta. Aber die ist fast leer. Also die ist eigentlich leer. Dann kann ich das nämlich hier wieder reinpacken. Aber das sind so Sachen, die ich wirklich immer morgens und abends benutze. Genauso wie mein Hyaluronspray, was ich immer benutze. Dann haben wir die Zaubermaske, die ist auch mega, mega cool. Dann haben wir hier die Zahnbürsten von Jaylan und von Sammy. Und hier ist noch eine von Jaylan. Dann habe ich hier noch zwei andere Zahnbürsten von Vanessa. Die geht nämlich in dem Zimmer unten im Keller, ihr Zimmer. Also ist ein richtig schönes Zimmer. Genau, und die geht dann, wenn sie jetzt morgen zur Arbeit muss oder sowas, geht sie sich natürlich hier unten die Zähne putzen und rennt nicht erstmal nach oben. Dann habe ich hier noch eine Zahnpasta, die ist jetzt leer, die kann auch in meinen Aufbraucheimer, wo ich hier meine Aufbrauchprodukte sammle. Dann habe ich noch so Wattepaste, habe ich dann hier, die bleiben auch hier unten. Dann habe ich noch so eine L'Oreal-Creme, aber die kann eigentlich... Ich habe da ja so meine Creme, so eine L'Oreal-Creme. Die riecht zwar mega gut, aber bezwecken tut sie auch nichts. Dann haben wir hier noch eine Zahnpasta. Die kann ich hier hin. Dann habe ich ein Deo von Rexona. Das benutze ich immer morgens und abends. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr wirklich ein Problem habt mit dem Riechen, hauptsächlich im Sommer oder so, da kann ich euch das echt empfehlen. Ihr müsst das wirklich regelmäßig auch benutzen. Und nach 2 Tagen ist alles weg. Ihr könnt toben und springen und schwitzen, so viel ihr wollt. Da passiert gar nichts mehr. Dann habe ich hier unten ja immer noch so meine Waschlappen. Meine Waschläppchen habe ich hier unten dann immer noch. Und die anderen Waschlappen habe ich oben. Ich habe immer so einen Tick irgendwie. Ich habe diese anderen Waschlappen, diese Standardwaschlappen, wo man die Hand reinmachen kann. Die sind nämlich oben und die habe ich immer hier unten. Ganz komisch, ich habe so einen richtigen Tick manchmal. Genauso wie die kleinen Gästehandtücher, die habe ich hier unten auch. Die anderen sind alle noch in der Wäsche. Ich bin ja fleißig gerade aber auch an Wäsche waschen, damit ich Wochenende frei habe. Denn heute ist übrigens Freitag. Und am Sonntag seht ihr das Video. Ich versuche immer ganz so ganz frisch aktuell. Manchmal filme ich auch und lade das abends dann direkt schon hoch. Und dann ist das mega aktuell. So, die habe ich hier. Dann haben wir hier noch so eine... Genau, diese Boxen, die kommen aber auch nach oben, weil das ist immer dieses Klopapier... Kaufen System, wenn das Klopapier überall wieder leer war. Aber muss ich sagen, hat sich echt beruhigt. Also es waren so die ersten paar Tage, dass man da wieder nichts bekommen hat. Aber jetzt hat sich das, also ich weiß, dass diese Bestände hochgegangen sind, dass viele Geschäfte früher reagiert haben und wirklich den Bestand nach oben gesetzt haben. Aber so hat man keine Probleme mehr, Toilettenpapier zu bekommen. So, dann haben wir hier noch, habe ich so 2 Dinger. Da habe ich noch sowas für, ja, so ein Spiegel. Für die Zähne. Habe ich das, das. Dann habe ich hier, ich muss echt hier mal ausmisten und sortieren. Echt, das ist so viel hier, ne? Meine Yin und Yang Maske. Dann habe ich mein Insta-Glow. Den habe ich übrigens auch drauf. Den habe ich nämlich gestern Abend mit meiner... Abendcreme gemischt und schön aufgetragen, wenn man mal keinen Bock hat auf Make-up. Das haben wir auch. Dann habe ich hier noch so eine Spange. Eine Haarebürste. Dann habe ich noch die Gummibänder für Jaylan immer morgens. Ihren Zopf, das sind die besten Gummibänder, muss ich ehrlich sagen, wenn man wirklich so die Haare oben nach hinten binden möchte, weil meistens, wenn ich sie abhole, hat sie gar keine Haarbänder mehr dran. Also verschwindet alles. Hier habe ich noch meine Schüssel mit meinem Pinsel für meine Zaubermaske. Und jetzt widmen wir uns den Korb hier. Und zwar habe ich hier einmal meine getönte Tagescreme.
benutze ich ja nur noch, wenn ich Make-up benutze. Dann habe ich hier meine Pinsel. Dann habe ich mir mal auch Wimpern gekauft. Ich wollte mal gucken, wie das so aussieht mit Wimpern. Und ich muss sagen, ich möchte gerne Wimpern haben. Ich glaube, das werde ich mir als nächstes dann auch mal machen. Dann habe ich hier noch ein transparentes Puder. Und dann habe ich hier noch ein loses Puder. Dann habe ich von Jenna hier noch eine Sonnenbrille, die kommt nach oben ins Bad. Das freue ich mich hier an die Seite. Dann habe ich noch ein Haargummi. Dann habe ich hier so einen Lippenstift, den schmeiße ich jetzt aber weg. Der ist nämlich schon leer, der kommt in den Eimer. Dann habe ich hier so einen Weinstreuer aus der Kinderküche. Dann habe ich hier einen Highlighter und Rouge. Dann habe ich hier so ein Teil für Haare, um sich einen Zopf zu machen. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Keine Ahnung. So, dann habe ich von Jaylans Pepperwoods Figur noch hier ihr Kuscheltier. Ja, dann haben wir hier noch... Hol ich mal alles raus, damit ich es hier gleich wieder reinlegen kann. Ein paar Haarspangen habe ich hier, aber die finde ich doof, muss ich sagen. Die gehen so nach oben. Dann habe ich hier so ein Lipgloss. Und noch so ein Lidschatten. Oder was war das? Ah ja, Lidschatten habe ich hier. Einen Schwamm. Dann habe ich noch so ein Silikondingsels. Dann habe ich hier meinen Powerlip. Der hält echt den ganzen Tag. Für meine Augen. Hier ist noch ein kleiner Pinsel. Hier ist nochmal Augenbrauenstift. Dann habe ich hier einen Nagellack. Ich glaube, ich mache mir heute Abend mal wieder Nagellack. Habe ich mal Bock drauf. Dann habe ich hier noch so ein paar Pinsel. Make-up-Pinsel. Aber ich finde den, muss ich sagen, gar nicht so toll. Und dann haben wir hier auch noch einen Augenbrauenstift. Dann können die Pinsel wieder hier rein, das Make-up alles tun, da so voll hier. So, das. Dann habe ich hier noch so ein Gesichtswasser. Ich habe ja eigentlich mein Gesichtswasser, und zwar, ja, hier ist mein Gesichtswasser. Das benutze ich ja immer gerne, mein Toner. Der kommt auch hier mit rein. Dann habe ich hier ein... Hydrogel Augenpads und Hydrogel Lippenpads. Die hat Vanessa mal mitgebracht für Beauty Abend. So, das denke ich mal, das benutze ich sogar heute Abend. Habe ich voll Bock drauf. Dann habe ich hier ein Parfum, habe ich mir. Das hole ich mir ganz gerne bei Rossmann. Das riecht einfach total lecker. Es ist total schön, so für den Herbst auch. Genau. Jetzt klingelt mein Telefon wieder. Jetzt hat schon wieder das Telefon klingeln. Das war diesmal Vanessa. So, dann habe ich hier mein Schminkkörbchen. Dann habe ich hier mein von Nivea, mein Forming Spray. Dann habe ich von Nivea noch ein Deo hier unten stehen. Und dann haben wir hier noch einen Schaumfestiger stehen. Dann habe ich hier noch meine Haarmaske, die kommt nach oben. Und die ist auch, die habe ich ja gerade drin, die kommt nach oben. Dann geht's weiter mit meinem Line Corrector. Ne? Man wird ja nicht jünger. Man sollte jetzt schon anfangen, was für sich zu tun und die passenden Produkte für sich zu finden. Genau. Dann habe ich hier meine Bronzing Pearls zum Highlighten, Rouge, Lidschatten. Da gingen schon viele Pröbchen raus. Da rein, dann habe ich hier noch so einen Primer. Ich will das hier langsam auch leer machen, obwohl ich mir, wenn ich mir jetzt Make-up hole, das nur noch von uns hole, denn das ist auch ohne Mineralöle, was wichtig ist. So, dann habe ich hier noch so Make-up, was sich den Hautton auch anpasst. Das mochte ich damals eigentlich ganz gerne, aber ich möchte es nicht mehr benutzen. Dann habe ich einen Concealer, der ist auch schon fast leer. Den kann ich euch echt ans Herz legen. Also das ist wirklich so der beste bis jetzt gewesen. Dann habe ich hier noch einen Pinsel. Noch einen Pinsel, noch einen Augenbrauenstift, Wimperntusche, so viel Make-up und das wird nie benutzt. Dann habe ich hier noch einen Concealer. Dann habe ich hier so eine Palette für die Augen. Mein Pinsel fürs Puder, Rouge.
Dann habe ich hier auch noch meinen Augenbrauenstift und noch Schwämmchen und Schwämmchen. Dann habe ich hier noch einen Lipstift. Diese Farbe übrigens auch. Wie ihr das seht, so. Auch schon fast leer. Den nehme ich auch ganz gerne mal um. Noch mehr Schwämmchen, Schwämmchen und Schwämmchen. Dann habe ich hier noch so ein Naturkosmetik Finish Puder. Was aber gar, steht zwar drauf, ist aber gar kein Naturkosmetik. Dann habe ich hier noch ein Augenbrauen-Gel. Dann habe ich hier noch von Catrice ein Lippenstift. Und dann habe ich hier mein Lip Plumping Balm, der die Lippen fülliger macht. Das ist mega cool. So, dann haben wir das. Das lasse ich nämlich auch hier drinnen. Dann habe ich hier noch mein Parfüm. Das benutze ich aber nicht so oft. Ist mir zu schade, einfach so für den Alltag. Dann habe ich das nämlich schon mal ein bisschen aufgeräumt. Und jetzt kann ich das erstmal wieder nach oben stellen. Ich habe euch jetzt so einiges erstmal hier gezeigt. Das ist jetzt so ein wenig der Stand. Jetzt habe ich so ein bisschen fein, sauberlich sortiert. Sieht zwar immer noch viel aus, aber gut. Das räume ich gleich nach oben. Das räume ich gleich auch einmal weg. Die Brille, wie gesagt, kommt nach oben. Oder ich lasse sie hier mal schauen. Genau. Und jetzt mache ich gleich auch von Jaylan. Eigentlich braucht sie das Töpfchen gar nicht mehr. Das kann ich eigentlich rausnehmen, weil sie kann eigentlich auf diese Toilette sitzen. Aber sie sitzt hier immer ganz gerne entspannt drauf und liest ein Buch. Deswegen, mal gucken. Dann habe ich hier den Tritteimer von den beiden Kitties, den Mülleimer. Wie ihr seht, hier ist ein bisschen. Der kann eigentlich in den Keller. Weil auch das Jaylan gar nicht braucht. Wenn sie auf die Toilette geht, passt sie so auch rauf. Genau, der kann jetzt gleich, damit wollte ich gleich nochmal kurz hier die Tür mal machen. Und damit wische ich gleich einmal den Boden. Ich habe nämlich zwar nicht den Stab dafür, ich benutze die aber immer hier unten gerne im Badezimmer für den Boden zum Wischen. Genau, das räume ich hier gleich auf. Ja, ansonsten ist das Badezimmer jetzt... Genau, einmal wischen. Hier einmal, da will ich auch noch mal ein bisschen die Wand gleich machen, weil vom Händewaschen und dann immer rüber zum Handtuch tropft das alles immer. Ja, das mache ich nämlich gleich ein bisschen und dann, wie gesagt, den Boden wischen. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen klar Schiff. Meine Haarmaske muss ich mir gleich einmal ausspülen und dann lasse ich sie auch Luft trocknen. Ich lasse meine Haare hängen hier raus vom Handtuch. Die sind auch irgendwie schon von 1950, die Handtücher, aber ich bin zu geizig, Handtücher zu kaufen. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt nur noch den Boden. Einmal Jaylans Töpfchen, einmal richtig schön desinfizieren. Das mache ich ja auch zweimal am Tag mindestens. Ja, so zweimal am Tag. Und genau, und dann ist eigentlich das kleine Gäste-WC schon wieder fast clean. Genau, deswegen verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.